Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 18 Hunter Returns in Madrid bei Atletico Madrid. Und wir stehen im Cup-Finale. Finale. Oh, oh. Finale. Oh. So. Und dann spielen wir gegen niemand anders als Real Madrid, unseren Tabellennachbarn. Ja. Und wir haben ein Training heute wieder mal am Start. Social Media haben wir das letzte Mal schon gelesen, somit fällt das heute weg. Somit gehen wir direkt ins Training. Mal schauen, was kommt mit Dino. Dino, unser Pokal- und Meistermacher. Dieser Club hat schon immer zur Elite gehört. Und die Elite trainiert härter als alle anderen. Klarer Fall. Los jetzt! Jawohl, Dino. Heute arbeiten wir an den Pässen. Lass den Ball laufen. Ich will schnelle, präzise Pässe. Sehr gut. Erstens durch die Tore und zweitens Ball abfangen. Durch die Tore. Pass durch sämtliche Tore. Tipp mit harten Pässen verkürzt du die Zeit, die der Ball benötigt. Ah ja. Das ist ein Gegner auch noch, oder wie? Ein Gegner, zwei Gegner. Solche Penner. Oh, der schießt den Ball auch noch weg. So ein Penner. Sehr gut. Vorteil, die dürfen da nicht rein. So, rein da. Aber schlecht. Jiminy Grille macht das aber gut. Einen haben wir noch. Den haben wir auch. Sehr gut. Alle durch. Ja. Und ein A somit. Dankeschön und weiter geht's. Was kommt jetzt? Ball abfangen. Passe zu deinem Mitspieler und lasse nicht zu, dass die Gegner an den Ball kommen. Tipp. Schau beim Pass in Richtung des Mitspielers, um die Passqualität zu erhöhen. Muss ich ihn jetzt abfangen oder? Nein, ich muss nicht abfangen, sehr gut. Also El Rondo zu dritt im Endeffekt. So. Sollte man können. El Rondo war immer stark eigentlich. Die zwei sind jetzt auch nicht höchst motiviert da drin zum Glück. Nicht froh. Puh, der war knapp. Der ist Hunter, vergeigt es natürlich einmal, muss man es vergeigen. Dass natürlich genau Hunter trifft, war auch klar. Zack, zack. War eigentlich schön. Schönes Spiel. Sonst haben wir einen anderen getroffen, sehr wohl. Das ist nicht nur Hunter, ist der hier. Böcke schießt. Hey, was ist jetzt los? Was soll das? Mehr Konzentration, meine Herren. Mehr Konzentration bei den Pässen. So wie man trainiert, so spielt man auch. Sehr stark. Und ein A natürlich. Sehr gut. Starke Trainingseinheit. Starke Trainingseinheit diesmal. Muss man sagen. Gut gemacht. Sehr gut gemacht. Bin sehr stolz. Auf alle. Somit durch die Tore A. Ball abfangen. A. Super. Harte Arbeit im Training ist die Grundlage für erfolgreiche Spiele. Ich glaube, das haben wir heute geschafft. Grazie. Prego. Immer wieder gerne, Dino. Für dich machen wir doch fast alles. Betonung. Fast alles. Nicht alles. So. Haben wir es geklärt. Und jetzt wird es weitergehen. Eine neue Nachricht. Schauen wir gleich rein. Haben wir es. Ein Ladyman. Alexander will gegen Eibar zeigen, was er kann. Okay, wir haben ein Match. Und somit gehen wir auch ins Match. Wir spielen Atletico Madrid gegen Eibach. Kenne ich nicht. Wird spannend. Mal schauen, was kommt. Wir spielen natürlich mit Müller im Sturm. Und diesmal muss er mit mehr nach vorne kommen. Diesmal müssen wir uns mehr anstrengen. Es darf nicht so sein wie letztes Mal. Dass wir angreifen können wir machen. Das sollte nicht mehr passieren. Unser Afro wird uns diesmal retten. Don Afro Hunter wird uns retten, somit La Liga Santander, Atletico Madrid gegen SD Eibar im Wanda Metropolitano Madrid. Und wieder ein Heimspiel zu empfangen, wir sind wieder top motiviert. Hunter, wie immer, top motiviert. Aber wir haben nicht Anstoß, schade. Und Schiedsrichter heute Alvaro Arias Romera. Juhu. Ganz ein kleiner Name eigentlich. Sicher beim Unterschreiben, dort der 3 Minuten. Egal. So.
Wir aktivieren uns nochmal und ab geht's ins Spiel mit Hunter. So, Will und ich sind Teamkollegen. Den müssen wir auch erwarten. Mal schauen, was sich ergibt heute gegen Eibar. Ich hoffe, Eibar ist nicht so stark wie Las Palmas in der Defensive. Aber wir werden sehen. Las Palmas ist irgendwie auch weit hinten gestanden und defensiv in der Top eingestellt. So. Hunter hat den ersten Schuss gehalten. Der ist aber eher so ein Verlegenheitsroller. Ja. Besser als nichts. Hätte ich behauptet. Naja. Und so, dass er schon aufs Tor geschossen ist, was wird. Das haben wir gegen Las Palmas nicht. Somit klarer Vorteil zu die Folgen Mitch. Sind etwas spritziger und aktiver bis jetzt. Aber nicht im Spielaufbau. Im Spielaufbau machen wir schon wieder unnötige Fehler. Jetzt haben wir trainiert Pässe. Das machen wir. Wir machen unnötige Aufspielfehler. Spieler im Fokus für dein letzter Spiel. Takashi Inui von Eibar. Takashi. So mit Takashi. Takashi's Castle. Das war meiner. Da war er, Takashi. Eieiei. Das war Takashi. Takashi's Castle. Jetzt bewegen wir uns beide in die gleiche Richtung. Null und ich. Das war so nicht tief. Aber egal. Was ist denn da? Schuss. Schon gemacht. Torwart mit einer wunderbaren Hechtparade. Muss man zugestehen. Den hat er wunderbar heruntergefahren. Einfach mal hinhechten. Ball holen und weg ist die Kugel. Unglaublich. So, Müller auf Hand auf Müller, Müller auf Hunter. Hunter auf Müller. Ja, doch nicht. Und Corner. Corner. Carrasco hat es gut gemeint, aber leider abgeblockt hier um Bauch und Hand. Bauch und Hand. Das kann man pfeifen auch. Guter Kopfball von Godin. Etwas am Tor vorbeigesetzt. Schauen wir mal. Ganz nah. Naja, aber doch 5. Naja, 2 Meter. 2 Meter leider vorbeigesiedelt. Dabei, aber wir sind besser unterwegs als gegen Las Palmas, definitiv. Las Palmas haben wir nie zugesehen, eigentlich. Uns ja gar nichts gekommen. Wirklichkeit. So. Spiel raus, spiel raus am Flügel. Spiel mal am Flügel! Gibt's ja nicht. Wenn sie nicht zurücklaufen, wenn du sie wieder rausspielst. Ich glaube, das Problem jetzt nicht, dass wir den Ball wieder nachlaufen. Das ist unglaublich. Zeitweise das Passspiel so umständlich. Da war wieder ein Spieler dazwischen, nicht der Schiedsrichter, das ist der Schiri. Gegenspieler. Da ist Nuni. Nein. Karagi. So wie er heißt. Gegner. Ich möchte nicht wissen, ein Spiel haben, wo es auf ein Tor ausgeht. Das mag ich nicht jedes Mal. Ich möchte einfach jetzt hier nach vorne spielen. Wie gegen Barcelona. Nach vorne spielen und einfach die Tore machen. Es gibt schöneres so. Und da hat die Kugel. Der Pass wird geblockt, schade. Schade. Stark gemacht. Schade, schon gespielt, aber von den beiden auch. Das war eine gute Idee mit dem Flügel, mit dem müssen wir mehr draus machen. Ich darf sich den Ball nicht gleich draufnehmen lassen, den Flügel. Da hätte er energischer dranbleiben müssen. Aber ja, ich rede jetzt leicht, ich weiß. Wir machen wir kein Tor. Haha. Noch ist jeder schon sein Tor machen können, theoretisch. Und abseits ein bisschen. Ich spiele am Flügel. So. Nein, ich wollte ihn an Müller spielen. Nein, ich wollte ihn an Müller spielen. Das gibt's doch nicht, dass wir das Glück nicht haben, sich den Ball immer rüberbringen. Ich müsste ihn mir annehmen, wenn Müller noch nicht da war. Heute der an Müller rüber und der. Da, der Nuni.
Kashinui. Inui, nicht Nuni. Inui. 0-0 für Schuss aufs Tor. Schon ein bisschen nach vorne, damit lässt du den entscheidenden Beitrag zum Vorwärtsdrang der Mannschaft. Danke, Trainer. Bringt mal leider nicht viel, wenn wir Tore machen schon wieder. Somit unnötig. Nur Pässe spielen macht keine Tore. Schade, schade, Müller hat es versucht. Wollte wieder viel spielen. Ja, Nuni, Inui, Takeshi, Kassel. Schade. Müller und ich haben im Duett beim Attackieren des Gegners. Das ist schön zu sehen. Das funktioniert im Akkord. So, gemeinsam schon. So, gemeinsam auf den Gegner gehen. Spielmann! Ich stehe ganz alleine. Wie verschiebt sich dein Weg? Das gibt's doch nicht. Geh hin. Ja, zum Torhüter. Sehr schön gespielt. Schön flach gehalten den Ball. Und auf Griezmann hoch. Keine Ahnung, was nennt. Doppelt Bestrafung. Der ist schlecht. Die Flanke war ja miserabel als miserabel. Alter Schwede. Schlecht kann man eine Flanke spielen. Das sieht zwar schlecht. Spiel früher ab, da war niemand zum Abschluss. Also im Beispiel sie stehen bleiben. Ich wollte es mal schnell nach vorne versuchen. Ach Gott, es ist einfach nicht wieder unser Spiel. Wir haben diesmal nicht mehr die Chance gehabt. Naja, ein Schuss. Das ist nichts, aber dieser Schuss war halt eine Frechheit. Ja, jetzt werden wir wohl ausgetauscht werden. Schauen wir mal. Ja, wir machen schon Weg. Da sind wir ein bisschen draußen. Hunter geht, für ihn kommt Kevin Gameiro. Schade. Wäre mehr drin gewesen. Wäre definitiv mehr drin gewesen im Spiel. Ich bin gespannt, wie es ausgegangen ist. Die Bewertung unter aller Würde. Es ist echt mies. Das war. Keine Ahnung. Kann ich nicht. Das, keine Worte dafür. Einfach nur schlecht. Einfach nur schlecht. Das ist das Wort. Schlecht. Eieiei, null. Jetzt wird's eng da oben. Ich vermute, jetzt wird's eng. Um den Titel. In der Liga. 2 Punkte haben wir noch. Boah, Glück gehabt. Dann schauen wir gleich auf den E-Insider. Atletico Madrid und Mr. Alexander schaffen ein Remis. Andy Cole. Atletico Madrid gegen Eibar endet unentschieden. Mr. Alexander ohne echte Bindung zum Spiel. Ja, das war nicht unser Spiel. Das war irgendwie verkorkst von vorn bis hinten. Es war verkorkst und deswegen machen wir nochmal das Training. Das nehmen wir heute mit. Denn das Spiel so kurz war, machen wir das Training dazu. Das, keine Ahnung, wie man das benennt. Was der Maldino sagt oder was? Das heißt was. Auf diesem Niveau geht ohne gute Ausführung gar nichts. Gegen Top-Abwehrreihen müssen unsere Flanken perfekt sein. Jawohl, somit haben wir taktische Flanken und fortgeschrittene Flanken. Taktische Flanken. Flanke den Ball zum geeigneten Spieler. Tipp, Flanke mit niedriger Wucht gehen an den kurzen Pfosten. Flanken mit hoher Wucht gehen an den langen Pfosten. Danke, hab ich gewusst. Aber gut, das muss man mir nochmal erklären. Deswegen, wenn ich es nicht weiß, so, da haben wir mal keins, das ist Godin. Da ist Godin. Da ist keiner und somit. Ja, das ist doch wer. Weiter. Godin und jetzt. Puff, 500 Punkte, aber die Abnahme wird man nicht berühmt. Tor, sehr gut. Warum ist Müller eigentlich nicht dabei? Das frage ich mich schon. Wunderbar. Der war heftig. Der Abschluss war echt heftig. Der war. Nicht von schlechten Eltern, möchte ich sagen. Pam! Direktabnahme B weiter.
Speed nehmen wir mit fortgeschrittene Flanken. Erziele in verschiedenen Szenarien möglichst viele Tore, indem du Flanken auf deine Mitspieler spielst. Tipp, setze verschiedene Flankenarten ein. Okay. Schauen wir mal, wie wir das jetzt zusammenbringen. Das haben wir einen Gegenspieler auch noch. Das mag ich schon gar nicht. Taco Team, nein, Felipe. Felipe, Luisene und Pam. Stange. Die Chance war ja da, nur. Das Tor muss man halt dann auch machen. Ja, die laufen rein, um sich jetzt genau darauf achten, wann sie sich rein bewegen und wie sie sich bewegen. Und der macht jetzt die Latte. Unglaublich, das ist treffend im Kopf. Jetzt aber. Nein! Okay, weiter so, weiter! Jetzt, der steht. Gut gehalten. Nicht gut gespielt im Endeffekt. Da, da ist es das erste Tor. Starke Flanke von Hunter. Aber nicht so gut, aber der kommt wieder und der verzieht. Versuchen wir nochmal. Ich glaube, da ist viel mehr drin. Der kommt zu direkt aufs Tor, aber gibt Punkte. Das ist doch auch was wert. Wenn man da Punkte gibt, ist man zu. Schön. Schön, der kommt zu weit. Hey. Erzählt aber es. Angenommen, der Ball vom Stürmer. Geil. So langsam sollten wir mal treffen auch. Das sagen darf, da ist es. Nein, wir schießen den Torwart an. Diese Entfernung den Torwart ins Gesicht schießen ist eine Kunst. Würde ich sagen. Ah, da kommt der Torwart raus. Zack. Zu kurz. Schön gemacht. Schön gespielt. Schön. Ja, das war jetzt fortsetzen. Die letzte Flanke war einfach, ich habe zu früh gedrückt. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Schlechtes Training. Taktische Flanken B, fortgeschrittene Flanken C. Na gut. Sagt Dino was? Nein, Dino sagt nichts heute. Dino ist stumm. Ein stummer Dino lässt aufwachen. Yo, was ist los? Der Boss ist nicht zufrieden mit uns. Ich auch nicht. Du machst einfach zu wenig. Ich glaube, das liegt an uns beiden. Meinst du? Ja. Ich sehe das anders. Ja, danke fürs Gespräch. Ich hatte gehofft, dass ihr eine Synergie auf dem Feld erzeugen könntet. Doch jetzt sehe ich, das wird nicht werden. Ihr kommt euch zu oft in die Quere. Naja, Boss. Wir sind zu unterschiedlich, als Mensch und Spieler. Oder ihr seid euch zu ähnlich. Alex, als Profifußballer musst du dich auch entsprechend verhalten. Zum Wohl des gesamten Teams, aber das hast du nicht gemacht. Okay, was heißt das jetzt für uns konkret? Das weiß keiner so genau. Was heißt das jetzt? Ja, keine Ahnung. Schauen wir nochmal Social Media. Charlie White. Mr. Alexander steht heute gegen Bilbao im Zentrum der Aufmerksamkeit. Ich glaube, das motiviert ihn. Okay, wir haben ein Spiel. Wir sind hier Teamkollegen. Wir könnten nach diesem Spiel Partner werden. Wir könnten Partner werden. Wenn wir mal ein Tor auflegen würden, wäre das geil. Einfach so ein Tor auflegen. Einfach so, so, da, Ball, Tor. Ja, ja, Tor, Tor, Tor. Aber ja, das sehen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Let's Play FIFA 18. Ich sage danke fürs Zusehen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ciao.